Und damit ein herzliches Sie Willkommen zurück wollten zu einer uns mit einem weiteren Fremden Folge umbringen. von Skyrim. Halt die Überrascht mich Gosche! den Meister. So, wir geben jetzt die Quest ab oder reden auf jeden Fall mal Gute mit dem Arbeit. Offizier. Ich wusste, dass ich mich in euch nicht getäuscht habe. Wir kriegen auch gutes Geld. Habt ihr eine Meldung für mich? Euer Ziel ist Festung Dunstadt. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend Kennt werden ihr wir die die Festung Geschichte von besetzen. Mathieu Nun, Bellamy Soldat, und seid dem ihr der großen Aufgabe Verrat gewachsen? von Heidenhall? Klar. Ich Wenn man wusste, die dass ich Mutter auf euch eines zählen Jungen kann, Soldat. tötet, wird sein Durst nach Rache immer größer. Dunstert dahin. Alter, okay. Dann kommen wir von da, glaube ich. Von der Mayonnaise. Ich sag Mayonnaise, weil ich glaube, ich gerade Mayonnaise oder sowas gelesen habe. Weil es ja ganz schnell ging. Und dachte, das so, ne? Wäre ganz lustig, aber vielleicht glaube auch nur ich, dass das lustig ist. Denn wenn man einen Witz erklären muss, ist er gar nicht mehr so lustig. Auf in den Kampf. Schalalalala. Lalalala. Unser fettes Breitschwert hinten auf dem Rücken. Ah, mich kotzt das an, dass wir wieder Vampir sind, weil ich nicht aufgepasst habe mit dem Vampirismus. Der Schreckensvater wirkt durch mich und sein Werk hat gerade erst begonnen. Dann wollen wir mal. Ist das? So, wir sind drinne. Komm doch her. Ich sag, wenn genug ist. Das war schon hier. Mehr habt ihr Spaß. Bei den Göttern, nein! Oh nein, da wollte ich. Ja, blöd. Ich muss da noch mal raus. Der elender Hund. So. Ah ne, das sind ja. Da war ich ganz kurz auf der falschen Seite. Ja, wo sind denn die? Ach so, die kommen auch einfach da mal runter mit. Das
glaube ich nicht. Nur ein Kratzer. Greifen die gerade echt das Pferd an? Es kommen immer noch Feinde hier. Ja, das war das Pferd. Die wollen fliehen. Verdammt, sterbt endlich! Oh, das lohnt sich doch nicht mehr, Mann. Sie rennt gerade echt da hinterher. Nee, komm, das ist so sinnlos. Das geht wieder nach Einsamkeit. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen. Aber mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Danke, danke. Ja? Nein. Wartet. Nein, tust du nicht. Mein Gott. Also gut. Ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Durch die Einnahme von Pale bekommen wir einen weiteren Hafen in Dämmerstern und wir sind in Reichweite von Windhelm. Das sollte Ulfric etwas vorsichtiger machen, nicht wahr? Schlachten werden von gut ausgebildeten und disziplinierten Männern gewonnen. Kriege werden von talentierten und außergewöhnlichen Personen gewonnen. Ich befördere euch zum Präfekt. Nehmt diese Klinge als Geschenk und Symbol eures neuen Rangs. Ihr habt sie euch verdient. Wow, erstens ist ein Zwergenschild keine Klinge. So, ich glaube, das müssen die Kaiserlichen auch nochmal lernen, aber okay. Ihr werdet in Winterfeste gebraucht. Meldet euch dort bei unserem versteckten Militärlager. Ihr werdet genau das tun, was Ricke euch befiehlt. Und ich erwarte von euch, dass ihr euch etwas einfallen lasst, um die Sturmmäntel unterwegs in ihre Schranken zu weisen. Jawohl. Für das Kaiserreich. Ja, für wen auch immer. Die Straße nach Weißlauf ist derzeit nicht. Warte mal, das sieht doch aus wie ein Kurier. Viele Reisende sind in der Gegend von Drachenbrügge spurlos verschwunden. Ah, noch ein neues Gesicht. Ich komme aus Hammerfell. Ich kann kaum noch den Überblick über die Leute behalten, die ich schon getroffen habe. Wo hat der Drache angegriffen? Wir haben Gerüchte gehört über Tote und Feuer, das vom Himmel kam. Aber nichts Handfestes. Dann werden wir wohl bald köcherweise Pfeile verkaufen. Mit einem Schwert richtet man gegen einen Drachen nichts aus. Ja, aber ich werde noch länger in Einsamkeit bleiben. Fihadas Fähigkeiten als Pfeilmacher haben mich hierher geführt. Ich wollte lernen. Und es gibt noch viel in Himmelsrand zu sehen. Ich habe von einer Stadt namens Windhelm gehört, die fast komplett weiß ist vor lauter... wie heißt es nochmal? Ach ja, Schnee. Und weit im Westen liegt eine Ruine.
Wolfskigge. Dort drin soll es eine Mauer geben, schwarz wie die Nacht. Und sie spricht in der uralten Drachensprache. Es gibt Wunder an diesem Ort, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Es ist schön, mit einem anderen Reisenden zu plaudern. Ja, manchmal einfach stehen bleiben und quatschen. Warum nicht? Was ist das hier? Das Vieh sieht schon echt übel aus. Fast wie so ein Krokodil in Fischform. Ach komm. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Habt ihr eine Meldung für mich? Moment. Gegrüßt sei der Retter der dunklen Bruderschaft. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es sei der Zuhörer. Wir wollen ja ein bisschen was auf unserer Karte lernen. Der General und ich sind nicht immer einer Meinung. Viele meiner Landsleute haben sich den Rebellen angeschlossen. Sie sehen nicht, dass Himmelsrand das Kaiserreich genauso braucht. Euer Ziel ist Festung Karstaff. Die Rebellen halten dort einige unserer Leute gefangen. Ich habe vor, dies zu unserem Vorteil zu nutzen. Ich habe Kundschafter vorgeschickt. Trefft euch mit ihnen. Findet einen Weg hinein, befreit unsere Leute und übernehmt die Festung. Die werden nicht mit einem Angriff von innen rechnen. Das wird nicht einfach, aber deswegen schicke ich ja euch. Denkt ihr, ihr schafft das? Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Karstaff. Huch. Ah, okay. Dann hier. Mann, wir machen die Kriegsserie echt. Wir siegen in eine Schlacht nach der anderen. Es fehlt so ein Spiel, wo man so richtig macht nicht immer so ein Spielchen da draus. Es sind so Spiele, wo man richtig sagen kann, ja, jetzt möchte ich in die Armee oder ich schließe mich irgendwelchen anderen Leuten an oder ich mache nur dies oder das. Und Übung macht wirklich den. Das weiß ich nicht, so richtig ein richtiges Rollenspiel, wo jeder für irgendetwas zuständig ist. Die Ziege gehörte mir. Das Pferd. Nicht so.
Gib! Ich bin viel zu overpowered, ganz ehrlich. Das kriegt ja wohl hin, Jesus. So, haben wir's. Ne, haben wir nicht. Hä? Da hinten. Yeah! Wenn ich doch nur... ausstehen könnte. Alter! So, und wieder was. Eigentlich schon wieder fast im Alleingang. So, dann reden wir mal mit dem. Irgendwo gibt es hier noch mehr von denen. Mache ich. Dann gehe ich rein. Ich habe ja noch meine... Orkin, orkische Dame, die mir den Rücken frei hält. Ob mein Geist noch lebt, weiß ich gar nicht. Oh. Ja! Selbst die orkische Dame ist weg. Oh oh. Hoffentlich ist sie nicht gefallen. Götter und Kulte. Gold. Totenschädel. Du bist Geld wert. Wieso ist die leer? Hey. Zeigen wir es diesen Dreckskerlen. Jawohl. Zu guter Letzt, nichts wie weg hier. Keinen vergessen? Nein. Danke. Ich dachte schon, ich würde hier drin versauern. Also, wie lautet der Plan? Naja, wie lautet der Plan? Wir töten jetzt alle anderen. Ah, da bist du ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du tot bist. Und es wäre blöd gewesen, wenn ich mir schon noch wieder einen neuen suchen müsste. Das ist immer ein bisschen... Das ist ärgerlich, ne? So. Hervorragend. Geht ins Lager zurück und meldet unseren Erfolg. Ja. Ich bleibe hier und räume auf. Ich bin froh, dass ihr da wart. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Sehr gut. Hä? Achso. Ins Lager, ins Lager, ins Lager. Aber ich soll nach Einsamkeit. Auch gut. Kann ich dann gleich verkaufen. Die ganzen Rüstungen, die wir gesammelt haben. Die nicht allzu viel Geld einbringen, aber immerhin. Geld ist Geld, selbst wenn es nur 10 sind oder einer. Na.
Hallo, ich bin Gisli. Gisli. Interessanter Name. Gisli. Ich bin Gimli. Seht euch nur oder kurz Gisli, die Frau Gimlis. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, ihr wart bei Rockwirs Hinrichtung. Ich habe noch. Danke, dass ihr meiner Tante. Ich hoffe, eure Eltern sind stolz. Werft einen Blick darauf. Ich werde der Alten gar kein Geld mehr hinkriegen. So wie die klingt, versäuft die das. Verdammt, das denkt an mich, wenn ihr das nächste Mal Kräuter oder Platz wieder. Da müssen wir doch noch dann zu dem Herren da oben in der Schmiede. Mögen die. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Wieder bei Waffen gucken. Das ist einfach nur ein blödes Zwergenschild, da wollen wir nicht. So, und dann haben wir auch wieder. Wie sieht's aus? Platztechnisch. Könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstungen braucht. Meine Schmiede macht niemals Pause. Natürlich nicht, aber wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge, wenn es dann weitergeht, wir General Tullius wieder mal Bericht erstatten und gucken, was er dann für eine Aufgabe für uns hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.